Jesus fastete 40 Tage in der Wüste und wurde vom Teufel in Versuchung geführt. Mit dem Aschermittwoch beginnt in der katholischen Kirche die 40-tägige Fastenzeit als Vorbereitung auf das Osterfest. Aber die entscheidende Frage ist, wie werde ich meine Fastenzeit leben? Hier möchte ich die Fastenzeit mit einem Fitnessstudio vergleichen. Diese Trainingsorte werden immer beliebter. Es scheint, dass den Menschen die Schönheit und Gesundheit ein großes Anliegen ist. Wenn wir nun Fastenzeit und Fitnesscenter gegenüberstellen, werden wir interessante Gemeinsamkeiten feststellen. Beiden geht es in gewisser Weise um die Vervollkommnung des Menschen. Mit Training will der Mensch im Fitnessstudio an der Vervollkommnung des eigenen Körpers arbeiten. Er schüftet um weniger Speck, dafür mehr Muskeln zu bekommen. Er will den Körper in Form bringen. Ähnliches will die Kirche mit der Fastenzeit. Sie ist eine Art geistliches Fitnessprogramm. Dabei geht es vielmehr um den ganzen Menschen. Der ganze Mensch mit Leib und Seele soll immer mehr ein vollkommenes Ebenbild Gottes werden. Hier wird das Idealbild in der Person Jesus Christus sichtbar. So sollte der Mensch aussehen. Das ist unser Ideal. So hat Gott den Menschen gewollt. Und nach diesem Idealbild sollen wir uns und unser Leben ausrichten. Die Fastenzeit ist nun ein intensives Fitnessprogramm für den ganzen Menschen, für Leib und Seele. Hier gehe ich zurück zu meiner Frage, wie werde ich meine Fastenzeit leben? Um diese Fastenzeit gut zu leben, muss ich mich etwas Neues erfinden. Das Morgenevangelium gibt uns drei Basisübungen, die immer wiederholt werden müssen. Erstens Almosen geben, zweitens beten, drittens und das Fasten. Almosen geben bedeutet, so Papst Franziskus, Bescheidenheit und Mitmenschlichkeit. Den Blick für den Nächsten und seine Bedürfnisse offen halten. Almosen geben bedeutet nicht nur spenden, sondern auch ein waches Gespür. Offene Augen für die Nöte und Bedürfnisse der anderen haben. Spüren, wo andere meine Hilfe brauchen und das tun, was ich an Möglichkeiten habe. Beten bedeutet, immer wieder die Verbindung mit Gott suchen. Aus dieser Verbindung zu leben versuchen. Daraus immer neue Kraft schöpfen. Dazu gehört der Besuch des Sonntagsgottesdienstes. Diese Begegnung mit Gott und mit Menschen werden uns verändern. Und das Fasten. Diese Übung hat der Fastenzeit ihren Namen gegeben. Beim Fasten geht es nicht nur darum, dass ich schlank werde, dass ich weniger esse wegen meiner Gesundheit. Fasten erinnert uns daran, dass Jesus selber 40 Tage gefastet hat. Diese Übungen kosten viel Anstrengung, Ausdauer und Selbstdisziplin. So wie im Fitnessstudio gibt es auch in der Kirche Leute, die schnell enttäuscht sind und aufgeben. Aber wirkliche Veränderungen brauchen Ausdauer. Lass uns mit voller Power dieses Fastenzeitprogramm beginnen. Wie Papst Franziskus sagt, lassen wir diese günstige Zeit nicht nutzlos verstreichen. Die Fastenzeit ist eine Gnadenzeit.